Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind hier an Bord unseres Schiffes und ich habe mir eine kleine Ausnahme rausgenommen. Und zwar bin ich nach Andreas Island gefahren, denn wir haben für Andreas Island nämlich eine dieser Schatzkarten. Und zwar diese hier. Und da unten auf dieser Insel ist ein Kreuz. Und da werden wir jetzt mal suchen, was wir denn zu finden. Nein, ich will hier. Ja, okay, dann heb nicht. Gut, wir wollen mal nach unten gucken, was wir da so finden. Denn laut dieser Schatzkarte finden wir dort einen Plan, den wir dann vielleicht irgendwann zur Ausrüstung für unser Schiff benutzen können. Dachte, ich zeige euch das einfach mal, wie das dann aussieht. Wir könnten hier jetzt einfach mal das Adlerauge aktivieren. Graben! Ha! Gefunden! Das war jetzt einfach. Es gibt auch schwierigere Stellen, sag ich mal. So, wir haben Plan für die Elite-Harpune gesammelt, die wir uns jetzt in der Kapitänskajüte angucken können. Schauen wir doch einfach mal. Ich glaube eh nicht, dass wir es jetzt machen können, weil wir bestimmt nicht genug Geld und nicht genug Rohstoffe haben. Aber wir können ja mal schauen. Haben wir was zu verkaufen? Wir haben Zucker. Das kann weg. Den Rest behalten wir. Die Jagdbeute verkaufen wir nicht. Kaufen. Stärke der Kettengeschosse könnten wir upgraden. Oder die Stärke der Feuerfässer. Noch mehr Lager. Hm. Frachtraum. Vielleicht sollten wir den Frachtraum... Ah, wir haben jetzt hier die fortgeschrittene Harpune, die können wir uns kaufen. Und dann die Elite-Harpune. Das ist der Plan, den wir eben gefunden haben. Wir könnten das Harpunenlager nach oben stocken. Ich würde sagen, wir vergrößern den Frachtraum. Oder holen wir uns doch nochmal Lager? Ich weiß nicht. Feuerfässer benutze ich eh nicht. Wir vergrößern mal den Frachtraum und holen uns doch noch das Lagermörser. Mörserlager. Also ich merke schon, alles Geld, was ich irgendwie finde, stecke ich sofort ins Schiff, weil die persönliche Ausrüstung ist mir nicht ganz so wichtig, sag ich mal, in dem Teil. Wir können viel selber herstellen, wenn wir jagen gehen. Wir müssen nicht so viel kaufen und alles andere. Also das ganze Geld geht bei mir immer in den Ausbau des Schiffes. Und ich finde es auch wichtig. So, wir schummeln jetzt ein kleines bisschen. Ich habe nicht, ich sag mal, nicht unbedingt Lust, den ganzen Weg hier zu segeln. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht so weit. Wir können jetzt einfach ganz außenrum gehen. Dann kommen wir aber entweder an dem oder an dem Fort vorbei. Und an dem dann auch noch, wenn wir hier rein wollen. Oder wir segeln hier entlang, versuchen uns hier vorbeizuschlängeln und müssen dann hier vorbei. Ich hätte gesagt, wir steigen hier an diesem Schnellreisepunkt ein. Aber eigentlich können wir auch direkt segeln. Aber ich weiß nicht, das ist dann so eine lange Folge, wo wir nur segeln. Wir machen hier weiter. Wir wollen ja vorankommen und die Folge soll ja nicht ganz so langweilig werden. Wir machen hier weiter. So, genau, jetzt müssen wir nämlich nur einfach am Ufer entlang segeln, an dem Ding vorbei und dann können wir dahin. Allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte.
ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Ja, mach das mal. Da wollen wir hin. Was haben wir da? Kumpels, es geht ab. Mhm. Ja, nein, das wollen wir nicht. Vielleicht können wir uns irgendwie drumherum schleichen. Wobei, ich fürchte nicht. Hier wäre Cape Bonavista. Könnten wir auch hingehen, aber da wollen wir erst recht nicht hin. Denn von da sind wir ja geflohen. Ich bin mir jetzt gerade am Überlegen, wir einfach vorbeifahren und dann hier rein. Wird am besten sein. Angreifen werden sie uns auf jeden Fall, aber wir fahren einfach mal frech, wie wir sind, dran vorbei. Ja, dunkler Himmel und raue See. Wir nähern uns einem Vorkapitel. Ja, super. Ist relativ uncool. Und dann auch noch Sturm. Yay. Geil. Oh, wir werden getroffen. Uns versenken, Kenway. Backbord, Captain. Wirbel. Die können uns ein sehen. Ein richtig großer Captain. Die schießen auf uns. Die haben uns im Visier, Captain. Ausweichmanöver. Von Backbord, Sir. Wasserhose, Sir. Ja, ich seh's. Wir müssen näher heran. Wir müssen ausweichen! Tu ich doch! Wir machen einfach so weiter. Wird schon laufen. Oh, Stürme, ey. Ich hasse Stürme. Vor allem auf hoher See. Das kann ich nicht brauchen. Bin sicher nicht der Einzige. Gab wohl kaum Piraten, die denken, oh, jetzt so ein Sturm. Glaube ich nicht. So. Ich glaube, wir haben tatsächlich das Schlimmste schon überstanden. Sieht zumindest gut aus. Die Stürme toben noch. Aber die Männer können schon wieder singen, dann ist alles okay. Sehr schön. Tulum also. Was erwartet uns hier wohl? Oh, ich erkenne Maya-Tempel. Wir starten die Mission. Hier Schönes. So. Assassin bewusstlos schlagen. 0 von 3 und Schatzkisten plündern. 1 von 4. Ja, wir sollen niemanden töten und unentdeckt bleiben. Deswegen wechseln wir jetzt. Wir haben schon gewechselt auf die Faust. Und ja. Versuchen wir unser Glück. Ha! Assassin!
niemanden töten. Aber wir können hier direkt mal diesen Aussichtsturm für uns holen. Okay, alles klar. Wie viele da rumlaufen, Mist, ey. Das ist relativ ungeil. Naja. Hier sind wir also in Tulum. Das gibt's alles. So. Bleiben wir mal hier unten. Es gibt hier noch eine Truhe, die ich haben will. Wir schwimmen einfach großzügig drumrum. Oder tauchen großzügig drumrum, je nachdem. So, und auch hier gibt es einen Assassinen. Warten wir, bis er hier einmal rumkommt. Und dann holen wir uns von hinten. So. Wir versuchen natürlich, die optionalen Ziele zu erfüllen. Das versuchen wir jetzt zu erreichen und die anderen beiden kommen dann hier oben. Jo, so sieht's aus. Unentdeckt bleiben und niemanden töten. Das ist jetzt die Devise. So, wir warten jetzt, bis der Fuzzi hier wieder vorbeigelaufen kommt. Vielleicht schaffen wir es ja, ihn hier reinzulocken. Komm her, mein Freund. Ich tue dir auch nichts, ich lasse dich am Leben. Ich setze dich nur außer Gefecht. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Reden die über mich? Nee. Ach, so viele, ey. Husch. Super geil.
Da oben auch noch einer. Da hinten. Und ein Krokodil. Ja, geil. Und da oben rennt auch noch einer rum. Wir haben also... Wir sind nicht alleine, sagen wir so. Ach, die reden doch über mich. Yay. Komm her, mein Freund. Oh, da muss doch wahnsinnig warm sein und die rennen alle in den Kutten rum. Naja. Das war sauknapp. So, den Freund da hinten. Das sind noch mehr. Oh Mann, ey. Da hinten hast du wohl noch eine Truhe. Ah, hier, cool. Da hinten ist ein Scharfschütze. Das ist nicht gut. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir versuchen mal, das Bewegungsmuster von diesem Scharfschützen zu analysieren. Da wird man da ganz schnell drüber rennen können. Der geht da rüber. Steht dann da. Wartet ein bisschen. Und dann kommt er wieder in unsere Richtung. Das heißt, wir rennen los. Na, im Prinzip jetzt. Dann hängen wir uns hier hin. Wir wollen ja nicht erwischt werden von denen da oben. Aber wo ist die andere Kiste? Da oben. Gut, da sind wir eh noch nicht hingekommen bis jetzt. Oder? Es ist da oben irgendwo. Da hinten. Ich spreche jetzt nicht mit Kit. Zu der Truhe da oben. Und eigentlich könnten wir das Mario-Rätsel auch gleich machen. Wenn wir schon mal da sind. So. Na, das passt doch. Das holen wir gleich. Zuallererst will ich diese Truhe haben, die da unten ist.
Denn dann haben wir das Mission, optionale Missionsziel erfüllt und können jetzt ganz gemütlich weitermachen. So. Und jetzt können wir auch noch mit Kit reden und wir sind nicht entdeckt worden. Coole Sache. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. Hä? James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Warum haben wir uns nicht erwischen lassen? Komm mit. Warum dürfen wir nicht erwischt werden, wenn sie uns jetzt eh erwischt haben? Ich verstehe es nicht. Egal. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, lasst es bleiben. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr ein Abo dalasst, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Wenn wir dann rausfinden, was es hier in Tulum sonst noch so Geheimnisvolles gibt. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, ciao.